Süßkaterchen. Aber was machen wir, wenn sie gleich kommt? Dann sag ich, du bist meine taufrische Reisebekanntschaft. Sie ist gewohnt, dass ich Bekanntschaften mache. Bekanntschaft nennst du das also? Suchst du mich, Schatz? Komm her, trink was mit uns. Ein Tonic ohne Gin für meine Frau. Ich mag nichts trinken. Ja, natürlich magst du. Das ist Frau Zeller, wir kennen uns seit genau 3 Minuten. Das ist meine Frau, wir kennen uns seit genau 30 Jahren. Die beruhigt sich schon. Die hat sich noch immer beruhigt. Kriegst du jetzt Krach, Katerchen? Krach? Ich? Trink du mal noch was Süßes. Ich bin gleich wieder hier. Männer. Schämst du dich nicht, dich so aufzuführen? Ja, ich soll mich schämen, ja. Ich. Du gehst jetzt rein und entschuldigst dich bei Frau Zeller. Die du seit genau 3 Minuten kennst. Was möchte ich antun? 3 Minuten, Mann. Ich soll mich schämen, ja. Ich soll mich schämen. Du schämst dich nicht, wenn du deine aktuelle Geliebte mitbringst hier. Auf diese Reise, auf dieses Schiff, auf diese Hochzeitsreise, die du mir zum 30. Hochzeitstag geschenkt hast. Willst du mir eine Szene machen? Ich bin immer noch nach 30 Jahren Ehe ein gesunder Mann. Während du... Ich meine... Das ist reine Rücksichtnahme auf dich, wenn ich mir bei Jüngeren hole, wozu du nicht mehr imstande bist. Du wärst verdammt froh, wenn du mich loslässt, nicht wahr? Unsinn. Du solltest dich ein bisschen hinlegen, hm? Sag mal, magst du mich nicht mehr? Warum sollte ich denn? Du hast versprochen, dass du dich scheiden lässt. Ja. Ja, sag ich. Komm, ich bring dich ein bisschen zum Schnurren, ne? Katerchen! Kommst du? Los! Geht's dir nicht gut? Mir ist ein bisschen schlecht. Noch am Monat. Da ist ein Fenster. Luft! Keine Luft mehr. Hilfe! Kommt doch jemand! Hilfe! Ja? Entschuldigen Sie, Frau Landeck? Ja? Ihr Mann. Führen Sie mich hin. Sie wissen doch gar nicht, was passiert ist. Sie werden es mir schon sagen. Es sieht aus wie ein Herzinfarkt. Nun kommen Sie doch! Seine Medikamente, ich weiß gar nicht. Hat er denn seine... Wo habe ich denn das... Spray? Ich habe hier sein Spray. Sein Herz, das schlägt noch, aber... Es wirkt immer gleich. Wo bleibt denn der Notarzt? Was haben Sie mit ihm gemacht? Ich? Ja, Sie! Sie sind doch völlig durchgedreht! Bitte, meine Herrschaften, Sie lassen uns jetzt allein, nicht wahr? Bitte sperren Sie das Foyer. Mensch, warum hält das Schiff denn nicht an? Sie schicken den Rettungshubschrauber. Er wird hier sein, bevor wir die nächste Anlegestelle erreicht haben, ja? Herr Kapitän, die Hubschrauber ist jetzt in Anflug. Ja! Ich komme hoch. Es ist der Rettungshubschrauber. Danke.
Nehmen Sie das Spray. Das schmeckt so komisch. Das ist ganz bestimmt das Spray. Das Spray. Wir sollten ihn weiter beatmen. Wollen Sie es versuchen? Mir geht's gar nicht gut. Nein. Ich kann das nicht. Okay. Dann bin ich wieder dran. So, meine Herrschaft, ich muss jetzt leider mit das Deck verlassen. Der Hubschrauber wird gleich dran. Danke, dass Sie ihm geholfen haben. 30 Jahre waren Sie verheiratet, hm? Was heißt waren? Hören Sie, wir haben noch wenigstens 80 Tonnen Ladereserve. Also klar trägt man Kanien Vogel noch mit. Ob das Deck ist für Sie groß genug? Wir sind Schlimmeres gewöhnt. Das Problem ist bloß, da vorne kommt eine Brücke. Wir nehmen die Fahrt aus dem Schiff und legen uns gegen den Strom. Halbe Kraft voraus. Los, beeilt euch, ich muss gleich wieder hoch. Okay. Das ist seine Frau und das ist... Eine Bekannte. Ja. Durch. Vielen Dank, wir übernehmen. Herr Landeck? Können Sie mich hören? Er hatte schon mal einen Herzinfarkt. Was für Medikamente nimmt er? Nitro. Er hat es eigentlich immer dabei. Ich habe versucht, ihm was zu geben. Und? Was denkst du? Unzureichende Spontanatmung, Puls 40. Verdacht auf Infarkt oder Schlaganfall. Fehlt ihm auch was? Er hat ihn beatmet. Das hast du doch gesehen. Ja. Und davon wird ihm schlecht. Thomas wird in 71 kommen. Ja, wie sieht's bei euch aus, Thomas? Du Wolke, ich glaube, hier dauert das noch. Ich melde mich wieder, wenn wir soweit sind. Okay, das ist verstanden. Wir gehen in Warteposition. Dann werden wir uns mal einen schönen Landeplatz suchen. ASS und Heparin, Tommy. Guck mal, bläulicher Speichel und dann dieser Knoblauchgeruch. Also wenn du mich fragst, das ist kein normaler Infarkt. Der Mann hat eine Vergiftung. Bist du jetzt hier der Arzt oder was? Nein, aber guck doch mal selber. Also das ist wahrscheinlich eine E605-Vergiftung. Atropin und zwar die großen Ampullen. Was hat der Mann gegessen oder getrunken? Ich war nicht dabei. Ich weiß es nicht. Hat er Krämpfe oder Sehstörungen? Ich weiß es nicht. Vor ungefähr 2 Stunden war ich mit ihm in der Bar. Wir haben beide das Gleiche getrunken und uns ging es absolut gut. Aber als er aus Ihrer Kabine kam, da ist er zusammengebrochen. Frau Landeck, was hat Ihr Mann in Ihrer Kabine gegessen oder getrunken? Warum haben Sie ihn eigentlich nicht beatmet? Warum haben Sie das uns überlassen, hm? Sie müssen uns schon sagen, was er zu sich genommen hat. Oh Gott, mein Gott! Ja, was? Ja, er hat was getrunken. Also was? Ich hol's, ja? Sie müssen ihm ein Gegenmittel geben, ja? Das wollte ich doch nicht. Ich hol's, ja? Gehen Sie bitte mit. Ja. Mein Gott, er hat ihn vergiftet. Danke, Tommy. Meine Schule. Das ist das Glas, aus dem er getrunken hat. Ich wollte es abwaschen und da ist es mir runtergefallen. Geben Sie es mir. Für die Polizei, nicht wahr? Ja. Aber eigentlich muss es ja die Ärztin zuerst wissen. Sie muss ja wissen, was er getrunken hat, nicht wahr? Du musst es ja zuerst wissen. Hier, das ist es. Können Sie was dagegen machen? Da haben wir erstmal das Richtige getan. Und er wird es überstehen, ja? Er ist soweit stabil, aber er muss so schnell wie möglich in ein Krankenhaus. Jetzt können Sie die Polizei holen. Normalerweise wäre er daran gestorben. Aber das war zum Glück nur eine stark verdünnte Lösung. Das heißt, ich wäre gar nicht daran
wieso Sie? Ja, das Glas, aus dem er getrunken hat, das war ja nicht für ihn, das war ja... Für Sie nicht, wahr? Aber ich hab's ja nicht verhindert. Ich hab's nicht verhindert. Ich hab's ja nicht... Ich hab's nicht verhindert. Ist gut. Und was wird mit mir? Haben Sie vorhin richtig und ausgiebig... Ja, das kann man wohl sagen, ja. Jo, dann ist das in Ordnung. Okay. Wunderbar, die ist super. Ja, sollen wir ihn schon nach oben an Deck bringen? Dann könnten Sie aber auch langsam kommen. Gibt es nicht eine Möglichkeit, dass ich mit in die Klinik komme? Es geht leider nicht. Ich habe eben die Polizei informiert. Die kommen bei der nächsten Anlegestelle an Bord. Sie wird die Polizei auch befragen wollen. Ja, natürlich. Du musst für den 71 kommen. Ja, wo steckt ihr denn? Volke? Hallo? Ach, da habe ich keine Verbindung mehr. Ich gehe mal raus, vielleicht geht's da besser. Ja, bringen wir ihn trotzdem nach oben? Klar, die müssen ja kommen. Los geht's. SAR 71 für Thomas, komm. Mensch, Volke, nun melde dich mal. In 20 Minuten legen wir an. Ist nicht schneller? Gegen den Strom? Ich möchte bloß mal wissen. Da, Sie kommen. Es wird aber auch Zeit. Das ist gut, dass da nichts passiert ist. Überlege. Was? Sie hätten an seiner Stelle da drin liegen können. Wäre vielleicht besser. Das dürfen Sie nicht mal denken. Das ist in den letzten 4 Jahren Rettung noch nicht vorgekommen. Das war echt Mist, Jungs. Und so einen Schwerverletzten hier einfach hängen zu lassen. Hey, Maren! Also am liebsten, da würde ich euch... Hör doch mal zu! Am liebsten würde ich euch ein Disziplinarverfahren anhängen. Ist das klar? Mensch, Maren, wir mussten ein Kind zur Welt bringen. Ja, ein Kind, klar. Echt? Verstehst du? Ein Kind mit diesen Händen. Also das müsst ihr mir jetzt ganz genau erzählen. Ja, aber nun lass uns doch erstmal starten. Komm, komm zu.